So, herzlich willkommen zurück zu meinem Decent Let's Play und wir gucken uns jetzt Level 17 an. Und wir haben schon wieder neue Gesellen hier. Ein Klasse 3 Transportrobot, PTMC-Nutzroboter, Größe 3 Meter, Bewaffnung variiert. Na super, wer weiß, was das alles ist. Bedrohung aber nur Mittel, also sollte es nicht ganz so schlimm sein. Transportiert normalerweise wertvolle Nachrichten oder Mineralien. Kameras beobachteten sie beim Legen von Minen an kritischen Stellen. Ach, das ist nur ein stinknormaler Minenleger oder was? Ja, wenn der. Naja, aber Kanonen hat er ja eigentlich, ne? Aber eigentlich bin ich der Meinung, dass er trotzdem nur Minen legt. Na egal, werden wir ja sehen. So. Ja, wir sind immer noch auf dem Saturn. PTMC-Direktive CMD AH16141 an MD1032 Saturn Orbit. PTMC Hauptquartier erbt Orbit. Fliegen Sie zur Tethys H20. Naja, eher soll das H2O heißen, denke ich mal. Fliegen Sie zur Tethys H2O Mine MN5111 für sofortigen Abstieg. Beobachtungssatelliten registrierten neue Varianten von Standardrobots. Seien Sie vorsichtig, Materialverteidiger. Jo, dann gehen wir mal rein. So, gleich mal speichern und direkt den neuen Gegner entdecken, wie er eine Mine legt. Und wir uns vier grüne Hulks anlächeln. Aber das kennen wir ja schon. Ja. Wir sehen uns trotzdem erstmal gleich wieder wegen Musikwechsel und so. Bis gleich. So, Musik ist gewechselt und da das hier direkt losgeht, starte ich wieder von hier aus. So, da kommen nämlich gleich solche. Grünen Hulks an. Ja. So, dann speichern wir das mal auf 17, weil das ist ja Level 17. So, da drin habe ich aber Laser gesehen. Jupp, perfekt. Ah, der blöde Bombenleger da. Der hat jetzt natürlich wieder Bomben geschmissen. Oh ja, oh ja, oh ja, das ist gut. Die explodieren von alleine. Sehr schön. Sprich, die 30 Sekunden sind rum. Was ist das? Ach, das war der Bombenleger, glaube ich. Ich hätte gerne den Hulk da hinten. Jupp, den habe ich. Und der hat auch Shield hinterlassen. Mann, geh weg mit deinen Bomben. Wenigstens warst du so gütig und hast Energy hinterlassen. Yeah, perfekt. Perfekt. Klappt ja bisher wie am Schnürchen. Ich hoffe, das bleibt so. So. Oh, ich hab's doch geahnt, dass du da noch bist. Ich wusste, dass das noch nicht alles ist. Jetzt reicht's mir aber. Den treffe ich natürlich nicht. Natürlich. Aber hier ist hier Shield. So. Und von da oben komme ich. Da ist noch ein bisschen Zeug. Ja. Perfekt. Läuft ja supi. So. Ich hoffe, die Musiklautstärke passt, weil irgendwie ist die neuere Synthphone-Version deutlich lauter mit der Erstellung der MIDI-Dateien. Darum war auch die Doom-Musik von Level 8 so laut. Ja. Muss ich also dran denken. Hier ist nichts mehr weiter, nehme ich an, aber ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hin will. Was ist denn hier unten noch? Oh, da ist ein ganz gefährliches Etwas. Wie gut das denn nicht rausgekommen ist.
perfekt. Perfekt. Bloß diese blöden Bohrer weg, die mag ich überhaupt nicht. Ganz gefährliche Gesellen. Was ist da? Aua, 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 aua. Da ist noch so ein Ding. Ich weiß nur nicht wo. Shit. Ich möchte ganz gern anders ran. Aber da ist auf jeden Fall Unverwundbarkeit schon mal gewesen. Oh, da ist ein Bombenleger. Gleich ausschalten. So. Ich glaube, ich fliege erstmal hier links. Oh, das Ende. Ah, das ist gut. Das ist ein Energy Center. Das ist gut, aber es ist eventuell bewacht. Jupp. Das dachte ich mir, dass ich da nicht einfach so hin kann. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Oh, ich hab ihn. Ich hab ihn. Gleich speichern. Ach, das ist nur ein Bombenleger. Jo. Gleich mal ausschalten. Dass die aushalten, ne? Ist ja echt böse. So. Vielleicht kann ich jetzt hier reinfliegen, ohne dass ich was abfangen will. Ja. Bin ich jetzt voll? Ja, bin ich. Okay. So. Ja, Energy haben wir ordentlich abgestaubt. Bis jetzt läuft das. Bis jetzt läuft der Hase. So. Erstaunlich gut. Ach ja, die Bombe gleich speichern. Klar, das muss man speichern, wenn eine Bombe explodiert. Das ist ein ganz großes Ereignis. Oh, jetzt verzieh dich, du. Wieso hab ich eigentlich kein... Nee. Das ist alles nicht so ganz nach meinem Geschmack. Warum hab ich eigentlich keine Homix ausgewählt? Was ist das für ein Schmuh? So. Ah! Verzieh dich. Nein. Das ist scheiße. Ich will Homix. So. Euer Ziel, bitte. Ich mag das Ding nämlich nicht. Oh, es ist... Nein, es wird so nix. Schrecklich. Was mache ich denn da? Oh, wie er jetzt halt kommt, ne? Das ist... Ja, ja. Wie er mich verarscht. Da ist ja noch einer. Oh, das glaube ich einfach nicht. Der Nest ausgebrochen hier. Da hinten ist ein Bombenleger. Stirb an deinen eigenen Bomben. Da wäre ich voll dafür. Ich komm da mal rüber hier. Was diese kleinen Dinger aushalten, ist es. Ah! Du entkommst mir nicht, du Miststück. Ja, mal ganz schön Shit weggezogen, ne? Ja, mach was so. Passt schon. Okay. Ach, jetzt bin ich in den Kreis geflogen. Okay. Das Unterwundbarkeit hebe ich mir für die rote Tür auf. Denn das ist ja direkt da unten. Was haben wir hier unten? Jetzt müssten die ja eigentlich alle hinüber sein. Ich sagte, jetzt müssten die eigentlich ja alle hinüber sein, aber... Nee. Das ist nicht der Fall. Da ist noch so ein Kandidat. Wo versteckst du dich, hä? Wo versteckst du dich? Ist der nicht eher da drin? Oh, ich hasse es. Da! Er hat mich trotzdem doch noch erwischt, das Miststück. Es dürfte hier endlich Ruhe sein. So, noch Hals. Okay. Und noch einer. Ew.
Ja, ja, hättest du. So. Noch irgendeiner? Nee, es sieht gut aus. Sieht Zerubea aus. Ja, das ist Verwundbarkeit, wofür man die auch ist. Die ist irgendwie bestimmt dafür, um da runter zu fliegen. Was ist denn da unten so Böses? Da bleibt mir auch gar keine andere Wahl. Das müsste ich dann nehmen. Es sei denn, ich komme da irgendwie anders rein. Was ich irgendwie bezweifle. Also soll ich da wohl unbedingt mit nach unten. Aber erstmal gehe ich hier rein. So. Ja, nicht abhauen. Schön hier bleiben. Da ist noch einer, das weiß ich wohl. Ganz so gut bin ich auch nicht. Was ist da oben noch? Jüt? Ah, noch so ein Ding. Ja, gib mal dein Shield her, das kann ich gut gebrauchen. So. Und das nochmal. Zack. Perfekt. So. Gut. Kein Secret mehr oder so? Nö. Sieht nicht so aus. Gut. Hier unten war auch nichts mehr? Nee. Dann probiere ich das mal hier oben weiter aus. So. Stirb. Tu mir den Gefallen. Der einsteckt, ist nicht nur feierlich, ne? Ach, jetzt bin ich hier wieder. Also auch im Kreisel geflogen. Dann denke ich mal, dass ich jetzt nach unten muss. Also quasi da, wo die Unverwundbarkeit war. Ja. Speichern wir nochmal. Und da ich sie nicht umgehen kann, muss ich sie jetzt leider mitnehmen. Aber ich kann sie nicht umgehen, es geht nicht. Ich muss sie mitnehmen. Ja, du. Wofür brauche ich das? Ein Halt? Ja, schön. Ist doch etwas Gebrauchbareres. Oh, ich geh dich. Komm. Was ist das? Oh, ey. Gut. Ging aber gut. Hey, ich hab die neue erwischt. Aber wo ist der blöde Plasmabohrer hin? Der tummelt hier auch noch irgendwo. Naja, egal. Hat sich aber gelohnt, hier durchzupreschen. Jo. Hab ich's den ollen Hulks mal gezeigt, ne? Oh, das ist aber, glaube ich, noch mehr. Oh, eine schlaue Rakete. Oh, 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 was ist das? Achso, die Bombe. Oh, das erschreckt mich immer so. So. Ja, Bomben. Aber sonst nichts mehr Nützliches. Naja, hat sich ja einigermaßen gelohnt, die Unverwundbarkeit, ne? Aber ich hätte sie gerne lieber für die rote Tür verwendet. Aber das ging ja nicht. Ließ das Level nicht zu. Was bist du denn? Wieso habe ich dich denn vorhin nicht mitgenommen? Och, das ist ja... Das gefällt mir nicht. Krieg ich dich mal. Vielleicht funktioniert sie ja ausnahmsweise mal. Yeah! Sie funktioniert. Dann fliege ich mal zurück und hole mir eine neue. Denn die Hulks hatten ja einen Haufen Weise verloren. So. Okay, speichern. So. Das ist aber, glaube ich, immer noch nicht ausgegangen.